So, herzlich willkommen hier zum Let's Test von Microsoft Flight. Mein Name ist Evil Imperator. Ich habe wieder einen Depp im Gepäck. Das ist der Markus. Hallo Markus. Hi. Ja, wir fliegen heute zusammen Microsoft Flight. Das ist die abgespeckte Version von Markus Sachs. Flugsimulator X, oder? Genau, Flight ja, Simulator X. Ja, das eine ich ist deutsch, das andere deutsch gesagt. Ist Englisch oder Französisch. Vogelsimulator. Oh, hier haben wir auch schon einen Trailer, den wir aber nicht sehen. Der hat auch ein bisschen geleckt, warum auch immer. Das ist die Free-to-Play-Variante. Was Flight Simulator mit der Free-to-Play-Variante zu tun hat und was es in der Bezahlvariante geben wird, zeigen wir euch jetzt gleich. Ich melde mich jetzt bei meinem Games for Windows Live-Account an. Ohne diesen kann man Microsoft Flight nicht spielen. Hast du denn einen Account, Markus? Ja, ich habe einen Account. Ich bin auch schon angemeldet. Ich warte nur so brennend auf dich hier auf meiner Insel Hawaii, da wo wir jetzt gleich fliegen werden. Und ja. Genau, da bin ich auch schon im Hauptmenü. Es gibt einmal Spielen, Hawaii kaufen. Und da ist er auch schon, Rapid 85562. Das ist Markus. Edit ihn. So, Spielen. Wie man hier sieht, gibt es zwei Areale. Einmal die Free-to-Play-Areal. Das ist hier. Du bist schon mal in der Sitzung beigetreten. Ja, ich bin schon reingekommen. Stürzlich. Nö. Ich zeige jetzt mal die Free-to-Play-Variante. Da gibt es einmal Freiflug, da sind wir jetzt gerade. Da gibt es noch andere Aktivitäten, zum Beispiel hier oben Goldrausch-Einsatz oder eben Lande-Herausforderung. Da gibt es überall Erfahrungspunkte, man steigt im Level auf, bekommt neue Flugzeuge, pipapo. Dann gibt es auch noch für die Bezahlvariante von Microsoft Flight hier neue Inseln. Und dann gibt es auch noch im Hangar Flugzeuge. In der Free-to-Play-Variante gibt es einmal den Icon A5, in der Luxus-Variante, das ist dieses schöne Flugzeug, und die Boeing PT-17 Stearman. Dann kann man auch noch mit ein paar Windows-Credits, glaube ich, andere Flugzeuge kaufen, aber da wir haben schon gesagt, fliegen wir mit denen vorgestellt. Also, dann kann man hier auch noch betanken, mache ich mal, den betankt. Mit welchem Flugzeug wirst du denn fliegen, Markus? Ich werde mit der Icon A5 fliegen. Mhm. Ja. Okay, cool. Hoffentlich mit genug Treibstoff diesmal. Ja, mach lieber so. Als wir es ja schon als erste Mal getestet haben, habe ich ja zu wenig Treibstoff getankt. Ja, mach einfach auf 100%, das ist immer besser. Ja, schon. An welchem Flughafen starten wir denn? Das werde ich dir gleich sagen. Okay, so, gut. Und dann gibt es eben da nochmal zwei Varianten. Einmal den Einzelplayer-Modus mit den ganzen Herausforderungen und einmal den Multiplayer-Modus, den wir jetzt gleich anspielen. Wir haben jetzt schon eine Gruppe und ja, wir sollten den Trainingsflug machen, richtig? Ja, Trainingsflug. So, machen wir mal Flugbedingungen. Ja, also, klare E-Mail. Trainingsflug, Flugbedingungen. Das sollten wir gleich machen. Da wir es jetzt ein bisschen später haben, ist es natürlich Nacht. Klarer Himmel. Und heute ist der 17. März, richtig? Ja, heute 17. März. Tatsächlich, ja. Boah. So, Zeit in der Real. Was? 9 Uhr? Nein, wir haben es jetzt gerade 20.48 Uhr. So, bei welchem Flughafen wollen wir damit beginnen? So wie vorher. Vielleicht beim ganz rechten, ja. Hilol Intel. Intel ja. PHT0. Wir klicken da einmal mit der linken Maustaste drauf und ich starte. Ich bin schon da. Auf welcher Linie bist du? Auf welcher Piste bist du? Ich bin auf 8. 8, gut. Kannst du ein bisschen vorfahren? Jupp. Sag, wenn du bereit bist, dann komme ich auch rein. Ich fliege übrigens mit der Boeing PT-17 Stearman. Kann ich rauf? Jupp, ich bin wieder. So, jetzt ist es Nacht? Spiel. Ja, es ist Nacht. Okay. Bei dir auch? Jetzt ja. Du bist hinter mir. Gut, das ist ja schön. So, wir spielen jetzt mit dem Gamepad. Man kann es auch mit der Tastatur oder mit dem Joystick spielen, richtig? Yep. Spielst du eigentlich mit dem Joystick? Joystick, ich habe ein Gamepad auch. Ups. Kein Joystick. Joystick hätte ich auch gerne. Aber
da wir alle armer Schlucker sind, wie ich schon vorhin gesagt habe, kann ich mir keinen Joystick leisten. So, der Treibstoff, Treibstoff war mit F, richtig? Ja, mit F. Wie sieht man es? F. Ich mache einfach mal alles voll. Ja, ich mache auch mal voll. So. Ah, nicht ganz voll, sonst ist man zu langsam. Ja, das mag ich auch nicht so. So, dann gibt es noch eine weitere Variante, und zwar mit der Maus steuern. Einfach Leertaste drücken und schon kann man die Ruder bewegen. Licht gab es auch, richtig? Ja. Genau, wenn wir mal einfach mal gucken, mit Q kann man eben hier die Checkliste öffnen. Das muss ich, das mach ich jetzt, das auch mal leider machen. Und hier sieht man vor dem Motorstart, anlassen, Motorstartcheck, vor dem Start, Start und alles sowas. Da wir jetzt vor dem Start sind, machen wir einfach das hier und die automatische Checkliste wird durchgeführt. So einfach ist es. Viel einfacher als ein Microsoft Flight Simulator. Da muss man, hier muss man nichts mehr machen, das ist schön. Oh ja, bei dem Microsoft Flugsimulator muss man da drücken, da drücken, da drücken, da drücken, da drücken, da drücken. Oh ja. Und dann stürzt man ab und dann ist das Gehölle groß. So. So, ich bin jetzt bereit. Also, soll ich starten? Warte, ich mache jetzt noch für den Start die Checkliste und eins. Sieht man hier unten. Huch. Ja, los. Scheiße. Ja, scheiße, ja, ich starte. Ich crash dich, glaube ich. Nein. Ich crash dich, tu es nicht. Nein. Okay. Du hast eben geschafft. Was? Das nennt man Skill. Skill. Oder Glück einfach nur. So, man sieht jetzt, wie ich langsam aber sicher hochfliege. Rechts sieht man den Strömungsabriss, falls es einen gibt. Dann sieht man oben die ganzen, den Kompass mit der Geschwindigkeit, mit dem Gashebel, wie hoch man ist, wie viel Treibstoff man hat. Und im Hintergrund sehen wir den Markus, der es irgendwie nicht packt, hochzukommen. Dodo, ich bin schon oben, keine Sorge. So, wir gucken uns mal die Grafik von oben an. Ja. Da hinten ist ein Schiff, siehst du das? Hinten links? Hinten links? Ich sehe kein Schiff. Schiff? Auf welcher Perspektive bist denn du? Gute Frage. Genau, jetzt gehen wir mal kurz die ganzen Perspektiven durch. Hier, Verfolgeransicht. Vorbeiflug. Oh, sieht das schön aus. Vogelperspektive und im Cockpit. Ich bin jetzt gerade in der freien Kamera. Wie viel Tempo hast denn du drauf? 88 Knoten. Hat mal bei 60. Hab ich ja gesagt, du musst lange nehmen. Ja. So, ich werde jetzt aber trotzdem mal ein bisschen tiefer fliegen, damit man mal die wunderschönen Texturelemente sehen kann. Wie hübsch die hingezeichnet sind. Zum Beispiel hier unten die Brandung. Die ist hingezeichnet, Leute. Die ist nicht animiert. Es ist katastrophal. Wenn man tief fliegt, sollte man die Augen zumachen. Ja. Ja, okay. Das hat bestimmt der von der Casa Quadalia auch gemacht. Ich sehe nichts, ja. Also sieht man nichts. Mann, sieht das Ufer scheiße aus. Okay, so die Free-to-Play-Variante. Ich hoffe, dass es bei der Bezahl-Variante nicht auch so schön aussieht. Aber ich sag mal eins, die Texturen von den Flugzeugen ist um einiges besser. So finde ich's. Okay, hier unten sind noch ein paar Häuser. Die sind nicht aufgezeichnet, nee, die gibt's wirklich. Ja, Häuser gibt es wirklich. Ja. Sollte man flieg mal ein bisschen langsamer. Ja. Ich würde dich gerne mal einholen, damit wir zusammen fliegen können. Zu langsam von hier unten. So, hier sieht man das wunderschöne Schiff. Ihr könnt jetzt zusammen mit dem Laden nachspielen, du's. Mensch. So, hier ist das Schiff. Dampft es? Ich komme mal grad. Oh, bist du schon da? Ja, ich bin grad am Schiff. Nee, es ist Licht. Es dampft nicht, es ist Licht. Auf jeden Fall. Ich flieg grad drüber. Bist du hinter, siehst du's? Ja, ich seh dich. Ich kann ja noch mal ein bisschen Gas wegnehmen. In eine andere Perspektive schnell gehen. Und da sehen wir dich. Das ist ja cool, dass man die anderen Leute im Spiel so mit einem Kreis umrandet sieht. Jetzt mal nach links hin. Ach, links? Links, da wo der Daumen rechts ist. Fliegen wir ein bisschen über die Stadt und zurück, damit wir ein bisschen synchron fliegen können. Wird besser kommen, glaube ich. So, Ziel des Spiels ist es, nicht abzustürzen. Ja, simples Ziel.
Finde ich jetzt mal, also. Oh nein, ich stürze ab, Hilfe. Ich drück dreimal auf den Button. Stütze ab? Ne, du stürzt nicht ab. Ja, hallo, ich bin großgeladen. Großgeladen, mhm. Ich seh dich, ich seh dich, ich seh dich. Mal sehen, ob du mich einholen kannst, ich glaube nicht. Wie kommst du darauf, dass ich dich nie einholen kann? Wie viele Knoten hast du denn? 103. Kriegen wir mal hier einen schönen Tiefflug? Ja, ich glaube, ich fliege jetzt über dir hinweg. Nee. Flieg du mal unter mir. Okay. Los, komm, komm, komm. Wie viel Knoten hast du denn drauf? 86. Mensch. Ups, 94. 6. Komm. Ey, nicht mich. Will? Unter mir sollst du. Will nicht. Nein. Ich hab 89 Knoten. Schaffst du es nicht? Bist du abgestürzt? Nee. Ich bin abgestürzt. So, was passiert? Ja, dann kannst du uns mal erzählen, was passiert, wenn man abstürzt. Ja. Man geht runter. Runter? So wie ich jetzt hier. Ja. Ja, abstürzen ist nicht so. Obwohl. Ja, abstürzen. Mach mal kurz das Geräusch. Was Gutes. Ja, das. So ist ein Flugzeug zerstört. Jetzt kommt. Du bist abgestürzt. Wer Trainingsflug beenden oder fliegen? Natürlich wollen wir jetzt weiterfliegen. Und da bin ich auch schon wieder. Weil jetzt oh, mal ich hol dich ein. Könntest du mal dein Licht abmachen? Hast du ja ein Licht an? Nein. Lichter? Jetzt hast du Licht an? Wie nein? Was hat? Wieso hast du gedrückt? Mein Flugzeug hat keine Lichter. Oh, Alter. Siehst du, deshalb nehme ich das schon nicht, weil es kein Lichter hat. So unsozial gegen den anderen Fliegern gegenüber. Also wirklich. Auf jeden Fall versuche ich jetzt mal zu landen. Siehst du nicht das blinkende Feuerwerk auf dem Boden? Nee. Das war mir schon klar, dass du das nicht siehst. Wie eine Taube. Ich merke auch. Ich lande auch mal. Wo landest du denn? Da drauf, auf der Landebahn. Oh, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich dachte, du landest in einem Baum. Kann sogar passieren. Aber da ich cool bin, lande ich vor dir. Das will ich sehen. Das wirst du jetzt sehen. Ups. Bist schon auf dem Boden? Zu schnell gefallen, deswegen ist meine. Ups, machen wir mal schnell eine andere Kameraperspektive. So. Ja, bin jetzt gelandet. Da bin ich. Fahr mal ein Stück vor. Ja, ja. Ich hier nicht so ganz allein stehe. Mal interessieren, ob man auch die Mission zusammen machen kann. Ja, das können wir ja gleich auch noch probieren. So, Koop. In dem nächsten Part. Nö, vielleicht. Das passt jetzt noch rein. Ja, okay. Nur ein Part werden. Machst du es dann jetzt vielleicht? Ja, ich soll erstmal zu dir kommen. Jetzt sofort einen Rundflug? Rundflug jetzt? Nein, nein, ein Rundflug in einer Mission. So, warte. Ich soll erstmal zu dir kommen. Ja. Gib mal ein bisschen Gas. 25 Knoten. Knoten. Ist klar. Roger, war lieben mit Kloftlo. Ja, gut gebremst, muss ich schon sagen. Vielen Dank. Ja, nicht schlecht. So, jetzt tanke ich noch schnell auf. Oh, tanken, tanken. Und ich gehe jetzt mal. Aerocache-Jagd. Dann machen wir Aerocache-Jagd. Ja. Das machen wir zusammen? Ich okay. Weiß nicht, ob das geht. Das ist der Aerocache-Jagdbildschirm. Jo, wir probieren es mal. Aerocaches sind ohne etwas Recherche oft schwer zu finden. Sprechen wir die Schritte einer Aerocache-Jagd durch. Letzte schon? Zuerst müssen Sie den Hinweis lesen. Stellen Sie mit Bing Nachforschung an. Dann müssen Sie mit dem Hinweis im Internet mehr Informationen finden. Oder noch besser, finden Sie einen Ort, an dem das Aerocache sein könnte. Im dritten und letzten Schritt beginnt die Jagd.
Ihre Maschine wird über dem Flugplatz platziert. Nee, das ist also eure Maschine. Machen wir das mal nicht. Aber wir machen jetzt erstmal Trainingsflug beenden. Und ich würde mal sehen, ob man jetzt hier so eine Mission zusammen machen kann. Und zwar hier, was hat man hier? Herausforderungsparcours. Ja, wir machen einfach mal einen Herausforderungsparcours. Es scheint so, als ob man das alleine machen muss. Und nicht zusammen machen darf. So, hier gibt es immer so eine, wie heißt das? Satz des Tages. Oh, da geht's ja schon los. Heiliger Bimba. In diesem Herausforderungsparcours können Sie durch Kunstflugmanöver oder Nachtflüge Bonuspunkte erzielen. Oh, ich bin jetzt irgendwie auf deiner Karte drauf. Fliegen Sie den Stirn-Kunstflug-Einsatz im Hawaii-Pack, um Manöver zu lernen. Wo bist du denn? Vielleicht kann ich dich an einem... bei der Mission zugucken. Kilometer. Also laut Anzeige 45,4 NM. Wahrscheinlich Kilometer. Wladimir Kostlo. Warte mal, ich merke mal kurz die Musik. Wundertoll. Wundertoll? Und? Findest du mich? Ich hab dich gefunden, ja. Ich guck mal. Nein, ich sehe dich nur auf der Startbahn. Also du bist auf der Startbahn bei mir. Ich guck mal grad. So. Hier ist halt die Aufgabe, durch die Ränge zu fliegen und das in einer gewissen Zeit. Aber die Musik finde ich eigentlich schon schön. Also ich wissen, wie es ist hier an. Ich spiel kein SimCity. Ah, es kommt ein neues SimCity raus. SimCity 5 oder so. Schleichwerbung. Ja, aber es ist trotzdem Schleichwerbung. Oh, ich kann dir zugucken. Ich kann dir zugucken. Echt, ja? Ja, ja, ich kann dir zugucken. Ich bin jetzt sozusagen im Zuschauermodus, aber ich sehe die Ringe nicht. Ja, ich sehe die Ringe leider nicht. 3, 2, 1, Ring. Hey, ich spiele Sonic. Den habe ich jetzt nicht gesehen. Sonic? Boah, Sonic habe ich mal früher geguckt. Sonic, das sind doch diese blauen und so, ne? Ja, aber es gibt auch mehrere, oder? Eine lila, eine grün, gelb. Nee, nee, das sind Teletubbies. Ja, okay, aber... Was sind das, Teletubbies? Ja, okay. Nein, ich guck nicht Teletubbies. Ich, nee, aber es gibt auch mehrere, frag mal so, Sonic ist ja auch in so einem Team gewesen, oder? Damals? Indirekt. Aber der hat doch auch gegen irgendwas gekämpft, oder? So, man sieht, ja, da hinten links ist der Zielring. Apropos, ich habe auch noch, Sonic habe ich mal auf meinem alten Gameboy, hatte ich mal das Spiel. Die waren best. So ein ganz alt, so ein ganz alter Gameboy. Die waren noch richtig dick. Sega Mega Drive ist noch älter als Gameboy, glaube ich. Ja. Ja, ist ja auch nix mit Gameboy, ne? Wie alt ist denn das, was du gesagt hast? Jetzt noch schnell. 1989 oder so rausgekommen. So, und jetzt bin ich fertig. Hier sieht man wieder das wunderschöne, nicht animierte Wasser. Und da sieht man Kunstflug. Ich hätte einen Kunstflug machen müssen. Aha. Lol, bei mir bist du auf dem Wasser abgestürzt. Also du bist nicht ins Wasser reingefallen. Komisch. Okay, machen wir vielleicht nochmal einen Multiplayer, aber bei Tag und dann vielleicht über Wasser fliegen oder sowas? Ja, oder genau, eine Wasserlandung? Tiltsappen. Ja gut, warte, dann lass mal schnell hier nochmal. Flugzeug wählen, machst du vielleicht? Ja. Welche Farbe nimmst du? Wo geht denn das hier nochmal? Lackieren. Ah. Oben rechts. Ich nehme vielleicht weiß. Nimmst du vielleicht mal? Graue, rote. Ja, ich nehme mal weiß. Sieht schön aus. So. Ja, sieht eigentlich beides schön aus.
wieder am Hilo Intel. Ja, warte. Starten. Otto. Ja, chill. Auf, chill deinen Trainingsflug okay. Wieder machen. Flugbedingungen. Da machen wir einfach mal einen Tag. Klarer Himmel. 12.30 Uhr am 17. März 2012. Boah. Kannst du wieder ein bisschen fortfahren? Ja, ich starte jetzt erstmal. Also ich hab jetzt am Hitl oder so, ne? Hey, du bist jetzt ganz woanders. Ah, ne, das bin ich ja. Also ich bin da, wo wir gerade gestartet haben. Und ich fahr jetzt wieder gleich ein Stück vor, Moment. Wieder mein Gamepad schnappen. Man erkennt immer auf der Karte, wo die ganzen Leute immer sind. Wenn man der Host ist. Ja, also ich sehe es leider nicht, wo er ist, außer er ist... Na, bei dir dran. Was denn? Was ist denn jetzt so? Ich bin kaputt gegangen. Klar, und du? Ja, jetzt bin ich auch kaputt gegangen. Ja, ich kann jetzt nur... Unvorsichtig. Ja, weil du... Unvorsichtig. Weil wir beide auf einmal gestartet sind, also reingegangen sind, und dann glaube ich, sind wir an beiden selben Flugplatz gegangen und dann... So, jetzt hat's uns halt gecrashed. Gibt's hier eigentlich irgendwelche Räder? Ja. Ah, da, okay. Die brauchst du nicht. Oh, wo bin ich? Wir sollten jetzt mal nochmal landen, oder? Oh. Ja, wir landen nochmal. Welcher Startbahn nimmst du? Okay, ich lande dann hier einfach, ja. Rechts lande ich. Also, du siehst mich ja, oder? Du siehst mich schon. Mal abbremsen. Wieder auf die wunderschön. 37% runter. Ein bisschen das Seitenruder mitgenutzt. Bisschen über den Bäumen fliegen. Über den Bäumen muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Ich stürze fast ab und brech mir's Genick. Das wollen sie sehen. Oh Gott, ich kann nicht singen. Nee. Aber ich mach gleich eine Wasserlandung. Wie sieht's Wasser jetzt aus? Oh, dann komme ich zu dir. Ja, das will ich absolut sehen, mein Gott. Ja, ja, nee. Lass die Räder eingefahren. Nee. Aber ich will das mitsehen. Sicher oder verarscht er mich jetzt noch? Was? Nein. Du musst Räder einfahren. So, man sieht, ich werde hier jetzt immer langsamer. Und... Vielleicht stürze ich mal auf dem Wasser ab, um zu zeigen, dass man nicht untergeht. Vielleicht siehst du das ja auch gerade, was ich gesehen habe, was dein Flugzeug passiert ist. Dass das Wasser... Ja, das ist doch abgestürzt. Nein, es ist nicht abgestürzt. Dann... Doch, zum Schluss. Wo du, glaube ich, nicht mehr drauf warst. Nicht abgestürzt. Ja, aber gerade vorhin, als du die Ringe gemacht hast. Seh dich. Oh ja, guck mal, abgestürzt. Okay. Ja. Siehst du mich? Ich bin abgestürzt. Das ist abgestürzt. So, wir gucken hier nochmal ins Flugzeuginnere rein. Ich starte jetzt nochmal die Motoren. Das alles mit dem Gamepad 100 mal raufklicken. Oh. Warte mal. Du kannst auch vollen Schub geben. Die Geräusche. Okay. Alles klar. Wow. Was ist los? So, dann machen wir starten. Ich hoffe mal, dass hier jemand da so hochkommen kann. Oh, ich habe eine Lackierung freigeschaltet gerade.
glaube für dichten Wasserflug. Ja, weil ich glaube ich nicht über den Wasser, über das Wasser geflogen bin. Oh Gott, fast abgestürzt. Freischaltungen für verschiedene Sachen. Ich will jetzt hier, das versuche ich jetzt auch mal schnell. Übers Wasser, einfach tief übers Wasser fliegen. Wupp. Da hat's ein bisschen geleckt. Und wie tief? Und wie lange? Tief, lange. Keine Ahnung, bis du es freigeschaltet hast. Also ich hab's gerade freigeschalten können. Habe ich jetzt vor mir jetzt einen Berg oder sowas? Das wäre dann ein bisschen doof. Nee. Tiefer, tiefer. So, dass du deinen Schatten fast unter dir siehst schon. Ah, okay. Wow. Vielleicht mal mit den Flügeln. Ich bin auch gerade schräg geflogen. Schräg übers Wasser. Keine Ahnung. Vielleicht kannst du das dann auch schnell freischalten. Das ist schwerer als es aussieht. Das kann ich bestätigen. Wie viele Knoten hast du denn drauf? Dann überhole ich dich jetzt wahrscheinlich. Ne. So, und so eine Runde kann eben bis zu 16 Leuten sein. Server hier kann man einfach hosten, über Windows Live dann einladen. Boah, was ist dein Fazit für das Spiel, Markus? Ja, Störung ist am Anfang sehr ungewohnt. Die Maus habe ich leider nicht hinbekommen, Maus und Tastatur. Damit bin ich gar nicht gekommen. Also ich bin dann direkt zum Gamepad gegriffen, aber Gamepad, das geht eigentlich relativ gut. Da muss man sich eine Stunde einführen, damit man es kann. Richtige Tastenzuweisungen, wie man es halt kann, wie man es gelernt hat. Wenn man schon vorher mal geflogen ist, aber wenn man es kann, macht es Spaß, oder? Mit der Maus zu steuern, ist auch relativ einfach. Ich weiß, wie dieses neue Achievement zu bekommen. Ja, ja. Das, was ich gerade freigeschaltet habe. Ups, jetzt leckt es wieder bei mir. Oh, ich bin fast unabsichtlich gelandet. Ja, mein Fazit ist, es ist was Schönes für zwischendurch. Hallo. Geh hoch. Es ist was Schönes für zwischendurch, aber... Ja... Ja, mach erstmal deine... Ich würde auch noch was sagen. Hier links ist das Schiff, was wir gerade per Nacht gesehen haben. Wow. Jetzt nicht mehr leider beleuchtet. Ich hab dich fast Was ist los? Hab ich fast angerempelt? Ja genau, hier ist das Schiff, was wir eben gesehen haben. Ich finde aber mit der Maus ist es auch schön zu steuern. Echt? Soll ich es auch noch mal probieren? Ich versuche jetzt hier... Leertaste drücken, wofür Leertaste? Aktiviert. Man sieht hier, was wirklich so gut ist. Und ich spiele jetzt mal... drück ich doch mal Leertaste. Nein, Quatsch. Aber ich möchte mal gerne zeigen, was passiert, wenn ein Flugzeug in ein Haus reinfliegt. Oh Gott. Nein, Maus. Hilfe. Was geht's bei dir nicht? Ich krieg's nicht hin. Wo fliegst du ins Haus rein? Oh, das habe ich... Da bin ich echt dran verreckt, also... Kunstflüge, da muss man glaube ich etwas länger für üben, dass man sowas hinkriegt. Achso, was? Ich stütze gerade ab. Ja, Bist du abgestürzt? So, man sieht, ich kann jetzt aussteigen. Ja, dann bin ich Kunstflüge. Ist klar. Oh ja, jetzt bin ich auch abgestürzt. Also Kunstflüge für Anfänger. Ich glaube, da muss man doch erst noch ein bisschen das Spiel spielen und kennenlernen.
damit man sowas hinkriegt. Also ich habe schon oft geübt, aber krieg's immer noch nicht so hin. Loopings ist nicht. Eben gerade. Hast du es schon mal probiert? Nicht geschafft. Und? Okay. Ja, ich probiere es jetzt auch mal kurz. Ich glaube, ich habe es hingekommen. Oh, ich glaube, ich habe es geschafft. Super. So, können wir ja, ich habe ein Looping geschafft. Microsoft Flight ist was Schönes für zwischendurch. Ein Hauptprogramm. Ich weiß nicht, irgendwie fehlt da trotzdem noch irgendwas. Der Pep zum Beispiel. Verfolgungsjagd mit einem Freund, dass man sich gegenseitig abschießen kann. Zeppeline eventuell. Hubschrauber. Von der Größe her, von der Free-to-Play macht es auf jeden Fall Spaß. Auch mit dem Miteinander fliegen. Also groß ist ja, die Insel, das muss man ganz klar sagen. Wir mussten, glaube ich, 20 Minuten, ja, 20 Minuten lang fliegen, geflogen. Um von der einen Hälfte zur anderen Hälfte zu fliegen, dann werde ich nicht wissen, wie lange man von dieser Hauptinsel bis nach Nihau fliegen muss. Aber man kann sich teleportieren von Flughafen zu Flughafen oder auch auf der Map. Also, wenn man irgendwo anders hin will, kann man das über die Map machen. Man muss nicht die ganze Zeit nur fliegen. Habe ich denn schon Auszeichnung? Ja, hier, unvorsichtig. Wow. Wow, eine unvorsichtige Auszeichnung. Genau, hier gibt es auch noch Achievements, das ist auch was Tolles. Und ja. Für Free to Play holt es euch einfach, gebt einfach ein bei Google oder bei Yahoo oder wo auch immer. Microsoft Flight. Hier seht ihr es nochmal. Und dann. Nicht kaufen, laden. Ja, genau. Runterladen. Das Abenteuer Free to Play. 1600 Punkte. Als normaler Spieler habe ich im Moment nur 385 Punkte. Na egal. Ich sag einfach mal, es hat mir Spaß gemacht. Markus, willst du nur noch was sagen? Naja, hat auf jeden Fall auch echt Spaß gemacht. Spiel macht auch Spaß. Allgemein. Ja, kann man weiterempfehlen, zwischendurch echt, aber... Na, es sind sehr viele... Ja, okay, es ist ein Free-to-Play-Spiel, da darf man nicht so viel von der Grafik erwarten. Ja, kann man schon 80 geben, 70 bis 80. Mit den Punkten geben, und zwar 73 Punkte. Die Grafik ist nicht so der Knaller, da gibt es wirklich bei Free-to-Play-Spielen wirklich bessere Grafik. Musik finde ich... Ist sehr atmosphärisch. Hat sowas, ja, hat auch. Ja. Es passt zum Spiel. Gut aufgehoben. Wer jetzt kein Geld hat für Microsoft Flight Simulator X, kann zum Free-to-Play Bruder, Schwester greifen. Zum Microsoft Flight. Damit verabschiede ich mich von Markus. Tschüssikowski. Jo, bis zum nächsten Mal.